Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute mit einer absoluten Neuerscheinung. Den Big Pete. Herausgebracht als Sonderedition zum 15. Anniversary. Und es ist in diesem Fall tatsächlich wieder ein Blended Malt. Das heißt, es ist ein Verschnitt aus verschiedenen Single Malts, die alle samt von der Insel Islay kommen. Das ist Big Pete so üblich. Vor einiger Zeit hatte ich ja den Big Pete Single Malt Whisky vorgestellt, in 15 Jahre, wahrscheinlich ein Laphroaig. Hier in diesem Blended Malt zum 15-jährigen Jubiläum von Big Pete ist enthalten Cahuilla, Artback, Bowmore und ein kleiner Anteil an Port Ellen. Port Ellen war schon mal bei der letzten Abfüllung des Blended Malts zum Fischel Festival herausgekommen, war Port Ellen schon nicht mehr enthalten. Hier wieder. Es ist ein Whisky, der keine Altersangabe trägt, also ist ein No-Age Statement. Er ist abgefüllt mit, ja, ordentlichen Prozenten. Und zwar mit 50. Mit 50 Volumenprozent und er ist hauptsächlich in Rotweinfässern gereift worden. Hauptsächlich, wahrscheinlich wird ein Anteil enthalten sein, die in Bourbonfässern gelagert wurden oder in Rotweinfässern gefinisht wurden. Wie gesagt, wenn man sich die Beschreibung durchliest, steht drauf, hauptsächlich gereift in Rotweinfässern. Ja, ich war einfach neugierig darauf. Die Verpackung sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus, aber ist schon eingerissen, ist pseudo-stabil und ich mag auch diese offenen Displays nicht. In dem Fall ist es nun relativ egal, weil die Big Pete's bei mir sowieso nicht ganz so lange halten. Ich habe mich schon etwas mit diesem Whisky auseinandergesetzt, drum werde ich ihn auch für euch mit Wasser probieren. 50 Volumen ist eigentlich eine Alkoholstärke, die man gut trinken kann. Aber ich war einfach neugierig, so kennt ihr mich, wie der Whisky sich verhält, wenn man ein bisschen Wasser zugibt. Links habe ich wirklich ein bisschen Wasser zugegeben. Der ist jetzt vielleicht auf 43, 46 Volumenprozent runter. Aber als erstes werde ich mal meine Nase in den Unverdünnten reinhalten. Und das, was ich als erstes habe, ist natürlich ein ganz eindeutiger Rotwein-Einfluss. Und da in erster Linie Erdbeeren, rote Johannisbeeren, Stachelbeeren, aber schon die roten, die dunklen, leicht säuerlich, fruchtig, herb, erdig, Rauch, klar, ist da. Also alle Malts, die da drin enthalten sind, bei Port Ellen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Sind rauchige Islay Single Malts. Der Lead Malt hier in dieser Abfüllung wird wahrscheinlich ein Cahuilla sein. Also die Nase erinnert mich stark an Rotwein gereifte Cahuillas, was nicht schlecht sein muss. Weniger an Bowmore gereifte, also Rotwein gereifte Bowmores. Ja, leicht säuerlich, fruchtig, herb, Erdbeere, Johannisbeere, Stachelbeere. Das, was man erwartet. Und das mit einem schönen, ja, maritimen Rauch, der einen jetzt nicht sofort erschlägt, der auch gut andere Eindrücke zulässt. Tolle Nase, wie ich finde. So kann ein Nass Blended Malt in der Nase wirken. Jetzt verdünnt, hat er sich aufgemacht. Er wirkt deutlich lieblicher, geschmeidiger. Die erdigen Noten kommen durch, klar, die fruchtigen Noten auch, aber insgesamt wirkt er auf mich süßer. Die Stachelbeere ist weg, die rote Johannisbeere ist weg, was geblieben ist, ist eine Erdbeere in Kombination mit dem maritimen Rauch. Leicht phenolisch, teerig,
Speckig. So wie man das bei Cahuilla und auch bei Artback kennt. Also ein Beaumont-Einfluss kann ich jetzt hier nicht rausriechen. Das ist einer der Gründe, warum ich den heute definitiv, auch wenn er plus 50 Volumenprozent hat, mit Wasser verkoste. Das ist so einer der Beispiele. Hab ihn jetzt schon zwei, dreimal im Glas gehabt abends, nämlich mit ihm auseinandergesetzt, wo ich nicht weiß, ob er mir verdünnt oder unverdünnt besser gefällt. Ich werde ihn als erstes mal verdünnt mit Wasser probieren. Kräftiger Antritt. Trotz der Zugabe von Wasser. Rauch kleidet den Mundraum auf. Cremig, vanillig. Und jetzt kommen die Früchte. Erdbeere. Der Rauch wird stärker im Gaumen. Ein bisschen Johannisbeere. Stachelbeere. Im Gaumen her wird er sehr trocken. Nach hinten raus. Schokolade. Ein Kakao ist es nicht. Es geht mehr in so eine Richtung Espresso. Setzt einen schönen Kontrapunkt zu dieser fruchtigen Note. Speichelflussanregend. Kräftig. Ne? Rauch und Jugend ergänzen sich wirklich hervorragend. Und da ist er wirklich ein klasse Vertreter, um diese These zu beweisen. Er wird noch nicht alt sein, vielleicht 8 Jahre. Naja, die Port Ellens da drin, Entschuldigung, die Port Ellens da drin, die werden älter sein. Aber der Lead Malt, der Cahuilla, denke ich, 8 Jahre. Jetzt die unverdünnte Variante. Also hat sich an den Rauch gewöhnt. Er wirkt jetzt deutlich lieblicher, frischer, fruchtiger als zum Anfang, als ich ein Glas angegeben habe. Also lasst diesen Whisky Zeit. Er hat es verdient, ihr habt es verdient. Damit habt ihr einfach das größere Genusserlebnis. Auf euch. Massiver Antritt, aber zurückhaltender als in der verdünnten Variante. In der verdünnten Variante wirkt er wilder. Hier wirkt er kräftiger, schärfer. Ich habe noch keine Bitterkeit, habe noch keine Trockenheit im hinteren Raum. Zahnfleisch ist belegt. Vordere Zungenspitze ist belegt. Leichte alkoholische Schärfe. Keine alkoholische, also keine metallische Jugend, sondern eine alkoholische Schärfe aufgrund der 50 Volumenprozent hatte ich in der verdünnten Variante nicht. Die Schokolade ist da, aber eher jetzt eine Milchschokolade. Erdbeeren oder Johannisbeeren. Ja, meine Stachelbeere ist auch da. Er wirkt durch dieses Potpourri an Früchten frischer, aber auch leicht säuerlich. Schokolade, Milchschokolade, eindeutig. Süß, cremig. Die Schärfe ist jetzt weg am zweiten Schluck. Was bleibt, ist wirklich der Rauch und die Früchte. Die roten Früchte. Jetzt kommt ein bisschen Eiche, so ein bisschen Trockenheit, eine leichte, aber angenehme
Bitterkeit, die wirklich an Espresso erinnert, hinten im Rachenraum an. Aber ganz dezent, ganz leicht. Trägt zur Komplexität dieses Whiskys nochmal mit bei. Ja, mit Wasser ist er wilder, aufgeschlossener, präsenter, nicht so verhalten, obwohl der jetzt nicht verhalten war, aber im Verhältnis gesehen. Ja, ich bin noch genauso ratlos wie beim ersten Mal, als ich diesen Malt probiert habe. Ich kann euch nicht sagen, na doch, kann ich jetzt sagen, also verdünnt wirkt er ein bisschen schärfer. Und das ist eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass die nicht jeder mag. Na, also mit seinen 50 Volumenprozent ist er gut trinkbar, der Alkohol ist da super eingebaut. Ich glaube, das ist so ein Beispiel, wo wirklich bewusst diese hohe Alkoholstärke gewählt wurde als Trinkstärke, weil davon profitiert er. Vielleicht ein bisschen mehr Wasser, dass er da ein paar Aromen kommen deutlich schöner hervor. Ja, Schärfe ist weg. Der verträgt einen guten Schuss Wasser. Braucht er aber nicht. Ihr müsst das einfach für euch selber probieren. Ihr selber hatten wir gekauft für Anfang, Mitte 60 Euro hier in Deutschland. Aktuell hat mich Christian The Malt Head darauf aufmerksam gemacht, an dieser Stelle Christian sei gegrüßt, dass der große Holländer den jetzt im Kampfpreis hat für, schlag mich jetzt nicht tot, 47 Euro, 48 Euro, also unter 50 Euro. Darum habe ich mir gesagt, haust das Video raus. Jetzt, wo er so aktuell beworben wird, dass ihr euch einfach vielleicht ein Bild davon machen könnt. Er ist gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Mit einem deutlichen Rotweineinfluss, den ich schon lange nicht bei Islay Whiskys hatte. Ne, ich erinnere hier mich an den Smoke Reels Batch 2 Cuvée de Rhut oder wie der hieß, mit einem Rotweineinfluss, der Finlaggen mit einem Rotweineinfluss, da war schon gut, aber hier ist er deutlich stärker. Dann, ein, zwei waren da noch. Und hier habe ich aber wirklich eine deutliche Rotweinnote in Verbindung mit dem schönen Rauch. Holt er mich voll und ganz ab, begeistert mich, er gefällt mir. Ob ich davon eine zweite Flasche mir kaufen muss? Für unter 50 Euro beim Holländer. Bin ich stark am Überlegen. Vielleicht sage ich euch das beim nächsten Video, ob ich mich dazu hinreißen lassen habe. Also wie gesagt, der ist so gut, dass ich ernsthaft überlege, mir für den Preis beim Holländer unter 50 Euro mir noch eine zweite Flasche zu holen. Für 65 Euro, 64 Euro eher nicht, aber für unter 50 Schmacko Fazzo. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, ich bin hier mitten in der Gartenarbeit, ich habe Rasen gemäht, ich bin dabei, eine neue Lagertruhe zu bauen, darum auch Werkzeug und alles bei mir und Leder auf dem Tisch. Schreibt es mir in den Kommentaren und ich entlasse euch in das Wochenende, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao!